Ist man in diesem Spiel einfach winzig, so wie dieser andere Rabe ja auch so riesengroß war, der uns da transportiert hat? Auf Zollen. Ich bin der, der hier heulen muss. Okay, erstmal heilen ist im Vordergrund, weil wir uns den Boss angucken wollen. Great Grey Wolf Sif. Ich glaube, der ist machbar, wenn ich mich weniger doof anstelle. Ja. Oh Gott, da jetzt erstmal den Weg wieder hinfinden. Und zwar irgendwie hier lang. Irgendwie quer durch. Im Grunde diesen Lichtern immer hinterher, ne? Ich hoffe, ich habe noch mal so viel Glück mit den doofen Katzen. Ich weiß gerade nicht, wo das am sinnvollsten ist. Hier war dieser Gang in der Mitte, den bin ich runter. Bin jetzt hier aber nicht runter, sondern über die Brücke. Total verwirrt der Herr. Ja, allerdings. Das ist aber auch alles ganz schön verwirrend mit diesem riesigen Wald. What? Was ist das? Pilzpfanne? Kommen die Katzen nicht wieder? Ja, jetzt ist die Frage, gucke ich mir jetzt erstmal noch einen anderen Weg hier an und hoffe, dass hier nochmal so ein Feuerchen ist. Und dann gehe ich einmal wieder zum Boss. Ich würde sagen, wir gehen einfach wieder zum Boss. So weit ist der Weg nicht. Und ich hätte gern meine Seelen wieder, bevor ich irgendwo anders hier runterstürze. Waren ganz schön viele. Also jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, irgendwie 20.000 oder sowas. Genug, um sie nicht verlieren zu wollen. Wo sind die? Ja!
Knie kratzen. Zwischendurch. Mann, ich treffe ihn nicht, die Dumme! Weil ich den ja ganz schön cool finde, den Typen. Auch wenn er sich immer mal auf mich draufsetzt. Treff ihn oft nicht. Hier wird zum Beispiel, glaube ich, das Schwert viel geiler. Hier bringt mir die Reichweite nämlich einen Scheiß. Und ich brauche irgendwas, womit ich nach oben schlagen kann. Yes! Versuch Nummer 2. Nee, Pattern ist leider nicht geil bei dem Boss. Insgesamt finde ich das Pattern ziemlich geil, aber hier bei dem Boss bringt es mir leider nicht viel. Soul of Sith und Covenant of Artorias. Und noch den üblichen Krempel. 40.000 Seelen. Traverse Abyss. Boah, was das immer heißen soll. This ring symbolizes Knight Artorias' Covenant with the Beast of the Abyss. It's Vera like Artorias himself can traverse the Abyss. Okay, also ohne diesen Ring kann ich da irgendwie nicht durch, wenn ich das richtig verstehe. Ach so, es gibt irgendwo so eine Dunkelheit oder so, ne? Und dafür brauche ich das dann, um da durchlaufen zu können. Sonst werde ich verschlungen. Da ist noch was. Horn and Ring. Boost Critical Attack. Wow. Wenn man mehr geskillt ist, dann bringt einem das wahrscheinlich mehr. Ich glaube zumindest, das Critical sind doch irgendwie nicht hier Zufallstreffer, sondern immer, wenn man den Gegner irgendwie gut von hinten irgendwie trifft oder so Parry-Moves oder so Zeugs, ne? Das kriege ich ja alles nicht hin. Gute Hintergrundgeräusche, ja, hier... Sonne ein bisschen raus und jetzt fahren Motorradfahrer die ganze Zeit um den Block anscheinend. Ja, die Frage ist, gucke ich mir das jetzt hier weiter an oder gehe ich zurück? Ich glaube, ich laufe wieder zurück. 80.000 Seelen sind mir zu viel. Parry and Backstep. Seiner Seele kann man das beste Great Shield im Spiel machen. Okay. Ja, bisher haben mir die Schilde leider nicht so viel gebracht. Aber mal gucken, vielleicht werde ich auch nochmal ein Schild in die Hand nehmen. Momentan finde ich irgendwie die Zweihandwaffe besser. Lieber ausweichen. Okay.
Ich will nur nach Hause, lasst mich alle in Ruhe. Denn da hinten noch? Oder ist das der andere Weg, wo es nach unten geht? Ja? Sagt da nicht noch was? Nee. Oh Mann, wie krass die Framerate hier teilweise wieder runtergeht. Dead Game. Das ist jetzt die Tram gewesen. Ja, ist halt gerade so warm, dass ich meistens die Balkontür offen habe. Mal gucken, wenn der Herbst wieder einsetzt, dann ist es hier auch still, ruhiger. So. Einfach mehr Damage. Vielleicht teile ich so ein bisschen auf. So. Die Frage ist, wo geht's jetzt lang? Da unten, wo dieser komische Hund war, war noch ganz viel. Da hinten ist aber auch noch dieses Haus, wo wir vor der Tür standen. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin. Bye bye. Komm, ich brauche noch ein bisschen Endurance noch, dann schön. Ja, dafür jetzt eine Essos-Flasche zu verballern, ist irgendwie Quatsch. Oh. Ach, hallo. Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy. Ah, und das kann ich jetzt. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Well, indeed, thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood.
I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. Join them? Bringt mir das irgendwas? Das ist irgendwie schlecht. Ich habe immer so gedacht, dass es nur darum geht, irgendwie, wen man dann beschwören kann. Aber ich habe auch keine Ahnung, was diese Entscheidung jetzt impliziert. Aber jetzt auch vorher wieder diese Ja-Nein-Entscheidung. Da wurde ich ja, im Grunde hat sie gesagt, du siehst nicht wie einer aus, der da durch kann, also lass es besser. Und dann wurde ich gefragt, ja, nein. Also ja, ich lasse es. Dann habe ich ja gesagt und sie hat aber nicht so drauf reagiert, als ob ich jetzt gesagt hätte, ich lasse es. Ich verstehe irgendwie immer nicht, was sie genau von mir jetzt hier haben wollen. Ich sage einfach mal ja. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish a covenant. Jetzt kann ich dem beitreten. Nö, ich will nicht beitreten. Ich verstehe es nicht. Eine Truhe, wir hatten schon lange keine Truhe mehr. Und das ist wirklich eine Truhe. Stonehelm. Einrüstung weg gegen 700 Gramm. Das ist sogar ziemlich, ziemlich nah dran. Lightning Death geht sogar hoch. 3 Poise runter ist natürlich schon wieder irgendwie doof. Dafür Poison Resist hoch. Stonehelm ist wirklich ziemlich gut. Wie eine Fraktion. Okay. Aber eher Multiplayer. Die Steindinger sind echt, könnte man sich echt überlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die andere Hellbarde nehmen will. Oder noch dieses Schild anwählen will. Weil das Schild zum Beispiel braucht 3 Kilo. Wenn ich die jetzt so ein bisschen tausche und dann noch 3 Kilo damit wettmache. Alle Covenants, ja. Kann das irgendwas Besonderes? Shield of the Savage Mountain Bandits. Uniquely shaped with a large black spider etched upon it. Poison Resist macht das. Man bekommt den geilsten Ring, aber was muss ich denn dafür machen? Also kriege ich den, indem ich sage, hier, ich bin jetzt bei euch. Also sollte ich das machen, auch wenn ich da jetzt... sonst kein Interesse dran hab. ...80% Magic, das ist auch ziemlich geil. Genau, 3 Kilo. Anderthalb habe ich jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt 1,5 Kilo, indem ich zum Beispiel Stone Armor nehme, müsste ich dieses Schild noch nehmen können. Einfach nur für den passiven Bonus. Und wenn ich jetzt aber die ganze Zeit so grün glitzer, ist es auch doof.
Aber wahrscheinlich das Sinnvollste, oder? Bisschen schlechtere Rüstung, dafür irgendwie grün glitzern und Endurance. Regeneration. Das ist noch so ein Pilz. Eine blöde Idee zu killen, ne? Irgendwann kommt dann ein bisschen wie die Hühner bei Zelda. Nein, jetzt bin ich wieder hier, wo die Katzen waren. Ach Gott, ey, ich werde mich hier noch tausendmal verlaufen. Ich finde es ganz cool, aber ich finde irgendwie diesen dauerhaften Effekt jetzt ganz schön nervig. Ich glaube, sinnvoll ist es aber. Ist da irgendwas? Hier kam ich doch gerade her, oder? Da war die Katze. Ich schau nochmal schnell. Ja. Ja? Okay, hier in der Mitte war irgendwo so ein Riesenpilz. Nehmen wir an, da muss ich irgendwie zu dem. Da kam ich auch gerade von der anderen Seite her, ne?
Enchanted Ember, okay. Ja, die Frage ist jetzt so ein bisschen, ist jetzt hier noch irgendwas oder... Und ich finde es noch nicht? Oder muss ich jetzt eigentlich schon wieder mir nochmal ein anderes Gebiet angucken? Und der Wolf war schon der Boss für dieses Gebiet. Ich hab alles. Ja, ich find's hier halt wahnsinnig unübersichtlich. Also keine Ahnung, ob hier noch ganz viel Zeugs ist, was ich bisher einfach nur noch nicht gesehen habe. Also eigentlich ging es um diesen Abyssal Ring, damit ich an anderer Stelle durch die Dunkelheit kann. Das heißt, jetzt geht's zurück. Und ich habe noch nicht so eine richtige Idee, wo wir dann als nächstes lang gehen. Ich wollte ja ganz unten mir diese Untotenstadt noch angucken. Aber ich wollte mir doch noch andere Wege angucken. Was war da noch übrig? Valley of the Drakes war übrig. Das haben wir jetzt aber schon. Mach ruhig. Also reicht ja, wenn du mir einen Weg sagst, wo ich vielleicht noch lang gehen könnte und ich eventuell noch nicht war. Es wurden mehrere Nebeltüren aufgemacht. Ja, das Problem ist... Ach so, stimmt, bei hier Rondo-Dings. Rondo... da war auch noch so eine große Tür, wo ich jetzt durchkomme, ne? Ansonsten wusste ich halt jeweils nicht, wo die sein sollen. Anfangsgebiet. Feierlingsschrein nochmal genau angucken. Okay. Also von da fällt mir halt noch ein, dass man da noch nach unten in diese Geisterruinen kann. Aber ansonsten wüsste ich jetzt... Ich kann es mir aber gerne nochmal in Ruhe anschauen. Ich weiß, dass es einen Trick gibt, dass einen dieser Rabe wieder mitnimmt. Aber ich glaube, dass... gar nicht unbedingt so gedacht, dass man das irgendwie rausfindet, sondern mehr so ein Easter Egg oder so. ...21.472 brauchen wir. Direkt am Feierlingsschrein. Wir könnten auch wegen Waffen nochmal gucken, so langsam. Alles klar.